Hallo, ich möchte euch heute unsere vier Fashion Challenge Kandidaten vorstellen, die sich in der vergangenen Woche hier bei uns im Einkaufszentrum jeweils für 300 Euro ein neues Frühlingsoutfit ausgesucht haben. Ich finde, es sind vier ganz unterschiedliche, tolle Looks entstanden, aber schaut einmal selbst. Also, mein Name ist Sarah Bauroth, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Hamburg. Heute mache ich hier an der Fashion Challenge mit und freue mich sehr, dass ich hier mitmachen darf. Mit dem Geld, das möchte ich gern an die Nature Conservancy geben. Das ist eine amerikanische Organisation, die sehr viel mit der Umwelt zu tun hat und sich halt da einsetzt, um Klimawandel zu verhindern. Mein Name ist Adrian Mehlhorn. Ich komme aus Teuchern, bin 31 Jahre alt und ich bin im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Ich nehme an der Challenge teil, um Kindern und den Familien etwas Gutes zu tun. Ich möchte den Deutschen Kinderschutzbund Burgenlandkreis unterstützen, um Familien weiterhelfen zu können. Ich habe teilgenommen, weil meine Frau auf die Idee kam, sich anzumelden und dann auch mich angemeldet hat. Durch glückliche Umstände bin ich dann halt ausgewählt worden und habe mir natürlich gedacht, dass ich das Ganze nicht allein machen möchte. Habe meine Frau und meinen Sohn mit dabei, die mich tatkräftig unterstützen und für mich hiermit die Kleidung, Sachen aussuchen, um natürlich zu gewinnen. Ich bin Silke Gepper und komme von Kroskaina und nehme an der Fashion Challenge Show teil. Ja, für den Sportverein Kroskaina Richtung Abteilung Basketball für Frauen. Ich bin Iris Wolf, ich komme aus Zeitz und ich nehme an der Fashion Challenge Frühlingskollektion teil und starte für den Verein HSV Reinholzheim. Das ist ein Hundesportverein und für uns, wenn wir gewinnen würden, würden wir uns gern einen Rasenmäherroboter kaufen. Ich habe zwei Schäferhunde und das ist Gebrauchshundesport. Ich würde sagen schick und trotzdem sportlich. Schön Ton in Ton. Ja, so wie es mir gefällt. So, nun ist es an euch, auf unserer Website unter www.ekz-schöne-aussicht.de zu voten. Dort findet ihr noch einmal verschiedene Fotos sowie die Shoppinglisten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.